Snack Politico von Zeitgeist und Wunderlich. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Moskau. Wladimir Putin sieht in der ukrainischen Führung drogensüchtige Neonazis. Aber wen meint er damit? Den Präsidenten Volodymyr Zelensky vielleicht, der selbst Jude ist? Sicherheitshalber hat er auch nochmal seine Minister in Russland gefragt, ob die Intervention in der Ukraine zu vertreten sei. Wider Erwarten waren alle seiner Meinung. Paris. Im Wahn bittet besagter Putin Emmanuel Macron um einen Anruf, lediglich um ihm erneut von jenem angeblichen Entnazifizierungsprojekt zu berichten, das er in der Ukraine durchführen müsse. Macron entgegnete darauf schlichtweg mit: Wladimir, du erzählst Lügen. Bundeswehr. Nach den zahlreichen Helmen hat sich die Bundesregierung nun doch zu Waffenlieferungen in die Ukraine entschlossen. Neben 400 Panzerfäusten sollen 2700 Flugabwehrraketen des Typs Strela geliefert werden. Angeblich müsse sich allerdings noch der Bundessicherheitsrat mit der Lieferung befassen. Bei den Raketen handelt es sich, kein Spaß, um 35 Jahre alte Waffen aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee NVA der DDR. Berlin. Wie Bundeskanzler Olaf Scholz allerdings in seiner Ruckrede vom vergangenen Sonntag bekannt gab, soll die Bundeswehr im Rekordtempo modernisiert werden. Dafür wurde über Nacht ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gefunden. Bundesweit stehen Pflegekräfte an Fenstern und klatschen Beifall für diese schnelle und nur bürokratische Lösung.